Namen Wikinger und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, in dem man mich tatsächlich mal wieder sieht. Das hat auch einen Grund. Mir wurden nämlich Fragen gestellt auf Twitter. Ich habe dazu aufgefordert, mir unter dem Hashtag Vask Fragen zu stellen. Und entsprechend habe ich auch welche erhalten, natürlich. Die erste kommt von Fabsi FTW und deshalb zeige ich mich jetzt auch in der Kamera. Sonst könnte ich ja auch einfach nur in mein Mikro sprechen und tut irgendwas anderes in den Hintergrund. Der Fabsi fragt, wann kann man dich auf der Gamescom denn daten? Tja, auf der Gamescom bin ich von Donnerstag bis Sonntag da. Mittwoch habe ich keine Karten gekriegt, aber Sonntag bin ich dieses Jahr da. So sehe ich aus, wusste man letztes Jahr nicht. Ich habe mich während der Gamescom letztes Jahr das erste Mal gezeigt. Und ja, man kann mich daten. Ich werde hin und wieder einfach meinen Standort preisgeben. So einmal am Tag, zweimal am Tag vielleicht. Deshalb könnt ihr mir auf Twitter folgen. Ich verlinke das hier einfach mal. Ich werde das dann bekannt geben. Und ja, ich denke, am Freitag werde ich mit einem Real-Life-Kollegen auf der Messe sein. Von daher da vielleicht eher weniger, aber sonst Donnerstag bis Sonntag gebe ich immer mal wieder bekannt, ob man mich treffen kann oder nicht. Nächste Frage kommt von Judelfus. Sie hat drei Fragen gestellt, die ich hier ins Video nehme. Ich beantworte 15 Fragen. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Ich mag am liebsten den Frühling bzw. Sommer. Das heißt irgendwann so zwischen April und Juni. Denn da gibt es gutes Wetter draußen, man kann wieder draußen unterwegs sein. Und ich finde, im Frühling hat es einfach eine ganz besondere Stimmung. Und wenn es wieder wärmer wird und sich alles wieder auftaut, dann ist die Welt am schönsten. Für mich zumindest. Die nächste Frage ist auch von Judelfus. Was ist dein nächstes Reiseziel, beziehungsweise was würdest du dir als solches wünschen? Mein nächstes Reiseziel, ich werde in die USA reisen, wahrscheinlich als nächstes. Ich möchte auch eigentlich gerne nach Italien, aber ich habe zu viele Hausarbeiten, die ich schreiben muss. Deshalb kann ich die Einladung da von meinem Vater und meinem Bruder nicht wahrnehmen und nach Italien reisen. Aber ich möchte gerne in die USA. Entweder dieses Jahr oder im nächsten März. Und die letzte Frage von Judelfus. Welche Eigenschaft ist dir bei Freunden besonders wichtig? Ich finde bei Freunden besonders wichtig, dass sie loyal sind und dass sie ehrlich sind. Also das sind zwei für mich sehr wichtige Eigenschaften. Und wenn ich illoyale, untreue und verlogene Freunde habe, dann werden die auch nicht lange meine Freunde bleiben. Das kann ich ganz klar so sagen. Also mit solchen Menschen gebe ich mich nicht so gerne ab. Ist vielleicht seltsam, aber ja, stehe ich nicht so drauf. Nächste Frage von der lieben Kaddel. Bringt dich LOL immer noch so zum Ragen? Hab dich im TS übrigens als V-Rage eingespeichert. Tja, wie soll ich sagen? Also ich kann mich schon ganz gut aufregen, immer noch. Aber allgemein habe ich meine Einstellung so ein bisschen überarbeitet. Und ich kann auch ganz gerne ein Video zu machen, wenn euch das interessiert, weil ich finde, dass man mit der richtigen Einstellung auch im Leben ganz viel erreichen kann. Ja, seit ich meine Einstellung geändert habe, bin ich von Silber 3 nach Gold 3 jetzt geclimbt und rage weniger. Das Spiel geht mir weniger nahe, würde ich mal sagen. Aber ich kann immer noch mich ganz gut aufregen, so. Nächste Frage ist auch LOL-bezogen von DrugDogs. Lieblings-LOL-Champ und warum? Mein Lieblings-LOL-Champ of all times ist Thresh. Auf dem habe ich, glaube ich, auch die meisten Mastery-Points. Und mir fehlen blaue Essenzen, um den auf Level 7 zu bringen. Aber gut, Thresh, weil er ein wunderschönes Kit hat. Du hast einen Hook. Das heißt, du kannst zum einen dich ranziehen oder du kannst da bleiben. Du hast ein Escape für einen Mitspieler von dir mit deiner Laterne. Du hast mit deiner E nochmal Utility und Schaden, wenn du die E tatsächlich maxst. Da hast du vor allem early ziemlich viel Schaden. Und mit der Ulti schaffst du eine ganze, ja, kannst du Leute rauszonen, etc. Ich finde Thresh ist einfach echt ein schöner Champ und ist auch der einzige, für den ich mir tatsächlich jeden Skin gekauft habe und immer auch kaufen werde. Nächste Frage betrifft meinen persönlichen Musikgeschmack, ist von @matrixfehler, Hashtag Vask. Du hast, soweit ich weiß, mal erwähnt, dass du ganz gerne Rock und Metal hörst. Welche Bands und Subgenres hörst du so? Meine All-Times Favorite Band ist System of a Down. Ich hole mal eben was. Ja, wie gesagt, System of a Down, All-Times Favorite Band. Subgenres von, also ich höre eher Metal mittlerweile. Ich höre, glaube ich, Metalcore heißt das am liebsten zurzeit. Und Bands, ich finde Amon Amarth sehr gut. Ich finde Five Finger Death Punch sehr, sehr gut.
Disturbed, Bring Me the Horizon, finde ich super geil, also wirklich mega geil. Und sonst höre ich auch gern so Pirate Metal oder Power Metal, so witzige Sachen. Und ja, in der Richtung, so ein bisschen, keine Ahnung, so fröhliches oder halt auch aggressives. Beartooth? Ja, das heißen die, glaube ich. Die fand ich auch richtig geil. Aggressive, sehr, sehr geiles Lied. Nächste Frage auch zu dem Thema. Du sprachst mal davon, dass du wieder zum Metal, Hard Rock bekehrt wurdest. Wie kam es dazu? Ich habe ein paar Leute hier kennengelernt in Köln, Freunde von mir, die hören auch Metal und Rock und das weiß ich. Und da habe ich dann gedacht, okay, ja, wenn die das hören, dann kannst du ja auch mal wieder reinhören. Und ich muss sagen, es hat mich wieder gepackt. Ich war auch so in einer Down-Phase vor so 2-3 Monaten, wo ich dann wieder angefangen habe, das zu hören. Und ich hatte Bock, Musik zu hören, die so wirklich Power gibt. Und das gibt es bei manchen Rap-Liedern nicht so. Und da hatte ich Bock, Metal einfach wieder zu hören. Habe die nach Playlists gefragt und die kann man auf meinem Spotify-Profil, ich heiße da Trojan12, kann man die auch finden und sich die auch mal anhören. So, nächste Frage von den lieben Ante YouTube. Hashtag Vask, wie stellst du dir dein Leben in 20 Jahren vor und nochmal als was, wo willst du da mal arbeiten? Nicht auf dem Bau. Ich habe ihm mal geantwortet, dass ich auf dem Bau arbeiten will. Leben in 20 Jahren. Ich bin gerade 20. Da bin ich dann 40. Ich möchte Kinder haben. Eine eigene Wohnung. Da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte, oder eigene Wohnung, Haus vielleicht. Ich denke, mit 40 habe ich ein oder zwei Kinder. Oder hoffe ich. Bin glücklich verheiratet. Bin in meinem Job und da kommt jetzt die Frage, was willst du mal arbeiten? Ich möchte gerne im Medienbereich arbeiten, auch so zum Thema, ich weiß nicht, ob ich zum Thema Games arbeiten möchte oder zum Thema Webdesign oder in der Richtung. Ich studiere ja Verschiedenes, also ich studiere unter anderem irgendwas, was halt mit Informatik zu tun hat und ja, in dem Bereich könnte ich mir was vorstellen oder eben auch in einem wissenschaftlichen Bereich, also Lehrtätigkeit und so weiter. Ich bin da aber noch nicht so sicher, was ich genau machen möchte und deshalb möchte ich mich da auch noch nicht festlegen, mein lieber Ante. Bin nämlich noch jung und habe noch 20 Jahre Zeit, bis ich da bin, ne? So, nächste Frage von Raven Designs HD. Hashtag Vask. Welchen deutschen YouTuber hypest du am meisten? Echt schwierig. Ich gucke viel lieber englische YouTuber zurzeit. Wo ich immer wieder gern reinschaue, ist nix da. Maxim. Ja, Let's Read Small Books. Maxim Markov ist, glaube ich, mein lieblingsdeutscher YouTuber. Der ist witzig, editiert Videos gut und ist informativ. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ich gucke auch immer wieder gern bei LeFloid rein, muss ich sagen. Und der talentierteste ist wohl The Clevinova. Den habe ich übrigens letztens auf der Straße gesehen. War cool. Also, halben Herzinfarkt gekriegt mal wieder, weil, keine Ahnung, den verfolgt man so lange und dann siehst du den auf der Straße und dann hab natürlich nicht angesprochen. Nächste Frage von @skysyn. Ich kann deinen Namen immer noch nicht aussprechen. Ist nicht das erste Mal, dass ich es nicht schaffe. Wie begrüße ich mit Freunden? Erstmal Schelle links, rechts und dann mit der Schläfe aneinander. Und dann machst du, klatscht du so ab. Also der eine, also du boxst halt so ein bisschen. Und dann geben wir uns noch einen Ellbogencheck so mit. Und dann Brust raus und dann breite Brust, Junge, aneinander. Und dann sagen wir Hallo. Und dann war es das. Das so, ja, macht man eigentlich mit jedem. Wenn die dann so dastehen, im Freundeskreis von 20 Leuten, dauert halt 2-3 Minuten. Und dann hat sich das. Erste Frage von Basti GHG at KompetenzGRG. Fragt Butter oder Margarine? Die gute gesalzene Butter von Kergon. Kann ich dir empfehlen, ist von Ala, ne? Ala, ja, Ala heißt die Marke. Ist eine wunderschöne Buttermarke und schmeckt wunderbar gut. Aber gesalzen. Das ist wichtig. Nächste Frage von Ketox. Trump oder Hillary? Beides scheiße, ne? Aber bei Hillary steht die bessere Partei dahinter, sag ich mal. Und deshalb würde ich Hillary den Sieg wünschen. Weil die sind beide echt, also es ist, glaube ich, die schlimmste Präsidentschaftswahl, so, die ich miterlebt habe. Not gegen Elend. Nächste Frage von itzmaxim_. Wie oft gehst du duschen? Nach alter Wikinger-Tradition geht man, wie heißt es nochmal? Mitsommer und Mitwinter. Ne? 21. Juni? Juni? Und 21. Dezember. Da gehe ich einmal duschen und da rasiere ich mich auch und das hält dann das ganze Jahr, weil ich keinen Bartwuchs habe. Ne? So, die letzte Frage kommt vom lieben Moritz Morillet.
Zeig mal deine neue Wohnung. Hashtag Vask. Ist zwar keine Frage, aber da steckt die Frage dahinter, würdest du uns deine neue Wohnung zeigen? Ich weiß nicht, besteht da Interesse dran? Ich wohne hier noch in meiner gammeligen WG. Da gäbe es dann zwei Videos zu. Also zum einen so ein Jahresfazit, wie war das jetzt, auszuziehen und so weiter. Und zum anderen so eine Roomtour von meiner neuen Wohnung, in die ich zum 1. Oktober einziehen werde. Hoffe ich mal. Ich unterschreibe am Dienstag den Mietvertrag. Ja. Besteht da Interesse dran? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich ziehe um, deswegen auch ein bisschen im Stress. Jetzt mit den Hausarbeiten und dem Umziehen und allem. Ja, wird anstrengend, aber ich schaff das. Ich habe ja auch gute Freunde hier in Köln, die mir helfen können und werden, umzuziehen. Und dann packt man das auch. Ne? Entsprechend sage ich euch, sieht man sich beim nächsten Video. Ich bin mal gespannt, ob ich meine Kamera mit auf die Gamescom nehmen werde oder kann. Und ja, sieht man sich vielleicht nicht beim nächsten Video, sondern auf der Gamescom. Folgt mir nochmal auf Twitter, falls ihr das wollt. Und ein guter YouTuber würde jetzt sagen, ah, gebt einen Daumen hoch, falls ihr auch burgunderrote T-Shirts tragt. Ist mir egal. Macht ihr, wie ihr wollt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und haut da rein, ne? Na ben.